Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Höhepunkt der Hitzewelle kommt noch. Mehrheit für Randbebauung des Tempelhofer Feldes und das Wetter. Die Sonne startet weiter durch und die Temperaturen klettern weit über 30 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 24. Juli 2019. In Berlin steht der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle laut deutschem Wetterdienst bevor. Mit bis zu 35 Grad würden die Werte von Mittwoch am Donnerstag noch einmal um 1 bis 2 Grad übertroffen, sagte ein Meteorologe des deutschen Wetterdienstes. Die Berliner Feuerwehr appellierte angesichts der starken Wärmebelastung, Kinder oder Tiere nicht im Auto zurückzulassen. Das gehe wirklich überhaupt nicht, schrieb sie auf Twitter. Schauer und Gewitter sind laut Wetterdienst in den kommenden Tagen zunächst nicht in Sicht und bis mindestens Anfang nächster Woche ist mit Höchsttemperaturen von 30 Grad und mehr zu rechnen. Anders als in westlichen Teilen Deutschlands, wo es um 40 Grad heiß werden könnte, sind neue Rekordwerte in Berlin aktuell nicht zu erwarten, wie der Meteorologe sagte. Rund 65% der Berliner fänden es gut, wenn auf dem Rand des Tempelhofer Feldes neue Wohnungen gebaut würden. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts Survey im Auftrag des Tagesspiegel. Gegen eine Bebauung sprechen sich 27% der Befragten aus, unentschieden sind 8%. Eine klare Mehrheit für die Randbebauung findet sich bei den Anhängern aller Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Bei den Wählern von CDU und FDP sind es 80%, bei den Anhängern der SPD 75%. Im AfD-Lager bewerten 60% eine Wohnbebauung am Tempelhofer Feld positiv. Bei den Sympathisanten von Grünen und Linken sind es immerhin noch 58%. Seit dem erfolgreichen Volksentscheid vom 25. Mai 2014 ist eine Bebauung des 355 Hektar großen Areals gesetzlich verboten. Ein alternativer Gesetzentwurf des Landesparlaments, der eine Randbebauung für Wohnen, Wirtschaft, Erholung, Freizeit und Sport erlauben wollte, wurde damals abgelehnt. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hat den neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen für Berlin gestoppt. Eigentlich sollte der rot-rot-grüne Senat das Vorhaben am Dienstag beschließen, doch Müller ging der Plan offenbar nicht weit genug. Der regierende Bürgermeister habe in der Senatssitzung deutlich gemacht, dass die Aktivierung zusätzlicher Neubaupotenziale sowie Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in der Vorlage nicht ausreichend Niederschlag gefunden hätten, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder. Beide Punkte seien auch Gegenstand des Beschlusses zum Mietendeckel, deshalb sei eine Nachbesserung erforderlich. Über den Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 wird schon seit Monaten in der Koalition gestritten. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher hat in ihrer Vorlage unter anderem das Ziel verankert, bis 2030 rund 200.000 Wohnungen in der Hauptstadt zu bauen. Einigen in der SPD, darunter auch Müller, ist das angesichts der wachsenden Einwohnerzahl nicht ambitioniert genug. Am Sonnabend startet zum 41. Mal die große Parade zum Christopher Street Day. Zur Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans, Inter und anderer queerer Menschen werden mehrere hunderttausend Teilnehmer erwartet. Los geht es um 12 Uhr in der City West an der Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße. Aufgrund der andauernden Bauarbeiten wird der Demozug allerdings nicht den Wittenbergplatz passieren. Stattdessen geht es von der Tauentzien über Nürnberger, Lietzenburg und Kleiststraße zum Nollendorfplatz. Von dort schlägt der CSD wieder die gewohnte Strecke über Lützowplatz, Großen Stern und die Straße des 17. Juni ein. Ziel ist das Pride Village am Brandenburger Tor, wo auch die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Autofahrer sollten diese Gegenden möglichst weiträumig umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel und mit 20 Grad Tiefsttemperatur steht uns eine tropische Nacht bevor. Am Donnerstag hat die Hitze Berlin voll im Griff. Bei einem strahlend blauen Himmel klettern die Temperaturen erbarmungslos auf 34 Grad. Und der Ausblick: in den kommenden Tagen bleibt uns der Hochsommer erhalten mit viel Sonne und einem wolkenlosen Himmel am Freitag und am Samstag. Die Temperaturen bewegen sich um die 30 Grad. Erst am Sonntag ziehen Wolken auf, es wird aber nicht kühler, im Gegenteil, das Quecksilber steigt bis 33 Grad. Soweit die Meldungen von heute. Ihnen alles Gute und bis morgen.